So, Freunde, was geht bei Battlefield 1? Heute sind mal wieder ein paar Kommentare von euch dran. Ihr habt eine Menge geschrieben, ihr habt eine Menge Fragen gestellt und darauf werde ich jetzt eingehen. Falls ihr noch irgendwas habt, was ihr loswerden möchtet oder eine Frage stellen möchtet, könnt ihr das gerne unter diesem Video tun. Sehr, sehr viele Leute haben mir geschrieben, dass es im nächsten DLC Frauen geben wird. Und ja, ich habe es auch mitbekommen. Ich fand aber, da das Einzige, was an News durchgekommen ist, dieses Bild hier war, das ist jetzt nicht unbedingt was, wo ich direkt ein extra Video zu mache, von wegen, was soll ich da überhaupt drin sagen. So, Freunde, was geht bei der Battlefield 1? Übrigens hier News, wenn ihr im Russland-DLC als Sniper-Klasse unterwegs seid, spielt ihr einen weiblichen Charakter. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Macht's gut, bis zum nächsten Video. Bis dann, haut rein, tschüss. Ne, mehr ist da auch nicht, es ist halt nur das Bild. Aber ja, im nächsten DLC, im Russland-DLC, die Speer-Klasse ist ein weiblicher Charakter. Es tauchen auch immer wieder Fragen über mein FOV auf, also das Field of View, die Sichtweite, mit der man spielt. Und da gehen die Kommentare auch immer ganz stark auseinander. Die einen fragen, warum hast du so ein hohes FOV? Die anderen fragen, warum ist das so niedrig? Und ich kann euch nur so sagen, das, was ich habe, also so um die 90 rum, das ist so die gesunde Mitte. Man sollte das FOV nicht zu hoch stellen, aber auch nicht zu klein. Denn mit der Sichtweite nach links und rechts ändert sich noch was, und zwar die Sicht nach vorne. Wenn man das FOV absolut nach oben schraubt, dann sind die Gegner für einen weiter weg. So sieht es zumindest aus. Wenn man das FOV dagegen ganz nach unten schraubt, dann sieht es so aus, als ob die Gegner viel näher dran sind. Und das ist bei anderen Spielen nicht unbedingt ein Problem. Nehmen wir einfach mal COD als Beispiel. Da hat man das FOV immer so weit es geht nach oben geschraubt, einfach um links und rechts mehr zu sehen und da nicht zu verpassen. Das gibt bei COD oder ähnlichen Spielen aber auch keine Nachteile, denn da gibt es nicht so weite Distanzen, dass man Gegner, die weiter weg sind, durch das hohe FOV nicht mehr so gut sehen könnte. Das gibt es da nicht, dementsprechend kann man es da so hochschrauben, wie es geht. In solchen Spielen hat man damit einfach nur Vorteile und keine Nachteile. Allerdings in Battlefield 1, wenn man da das FOV einfach auf komplett Maximum schraubt, dann hat man doch schon viele Nachteile dadurch, weil bei Battlefield 1 gibt es sehr lange Distanzen und Gegner, die man bei einem, ich sag mal, 90er FOV noch wunderbar sieht, die verschwinden einfach bei einem 110er FOV. Dementsprechend sollte man bei Spielen wie Battlefield niemals das FOV einfach aufs Maximum schrauben, nur weil es möglich ist. Dadurch habt ihr doch schon wirklich, also wirklich Nachteile, weil ich denke, ihr seht den Unterschied hier gerade oder ihr habt ihn gerade gesehen. Das ist echt krass. Die Gegner sind bei einem kleinen FOV einfach viel, viel näher dran und das waren hier noch nicht mal weite Distanzen hier auf Amiens. Man sollte einfach die gesunde Mitte zwischen Sichtweite nach links und rechts und Sichtweite nach vorne finden und das ist so meistens so um die 90 rum. Bei meinem letzten Tipps-Video haben sehr, sehr viele sowas hier geschrieben. Ich weiß an der Stelle nicht, ob viele das einfach nicht richtig verstanden haben oder einfach nur ein bisschen reingetrollt haben, von wegen diesen Fallschaden trägt, damit man keinen Fallschaden bekommt, von einem Zeppelin springen oder aus einem Flugzeug raus oder von dem großen Sinai-Berg runter, sowas in die Richtung. Und bei dem Fallschadentrick geht es nicht darum, aus einem Flugzeug zu springen und den Sturz mit dem Trick zu überleben. Das wird höchstwahrscheinlich nicht funktionieren. Ich habe es nicht ausprobiert, vielleicht geht's ja, aber wahrscheinlich eher weniger. Bei diesem Fallschadentrick geht es darum, von Gebäuden runter zu springen, wo man normalerweise Schaden bekommen würde, aber wo man auch keinen Fallschirm auslösen kann. Wenn ich aus einem Flugzeug rausspringe, dann kann ich meinen Fallschirm ziehen. Wenn ich aber von irgendeiner Windmühle, von irgendeinem größeren Haus runterspringe, dann bekomme ich immer Fallschaden, kann aber auch keinen Fallschirm ziehen und dafür ist der Trick auch da. Denn wenn ich von einem Zeppelin oder aus einem Flugzeug springe, kann ich auch einfach meinen Fallschirm ziehen. Da brauche ich keinen extra Trick für, da drücke ich Fallschirm und dann klappt das. In jedem Video, wo ich reinsnipe, mit dem Sniper unterwegs bin, tauchen diese Kommentare auf. Wie zur Hölle schaffe ich es, immer One-Shots mit den Sniper-Gewehren zu geben, auch im Nahkampf, wenn der Gegner einen Meter vor mir steht? Das liegt daran, dass wenn ich in Battlefield 1 Sniper spiele, meistens auf Custom-Server unterwegs bin. Da bieten sich sehr, sehr gut 200% Schaden-Server an. Da ist denn jeder Hit ein Kill, egal wo man hinschießt, auch wenn der Schuss in den kleinen C geht. Darauf spiele ich und deswegen ist alles One-Shot, was ich da schieße. Macht mir persönlich auch mehr Spaß, als da auf normalen Servern rumzugurken. In Battlefield 4 war das noch relativ nice, da hat es mir auch Spaß gemacht, da habe ich auch die ganze Zeit auf normalen Servern gesniped. Aber in Battlefield 1 ist es irgendwie ein bisschen anders. Da spiele ich lieber auf solchen 200% Schaden-Server. Davon gibt es auch eine Menge. Also wenn ihr da Bock drauf habt, einfach mal 200% in die Suchleiste eingeben und dann sollten da eine Menge Server zu auftauchen. Ich sehe auch immer wieder ganz viele Leute fragen, wann jetzt endlich das neue DLC rauskommt und das weiß bis jetzt niemand so genau. Da ist halt bis jetzt überall hingeschrieben, dass es Ende Sommer rauskommt, im Spätsommer, Ende Sommer und das kann man jetzt interpretieren, wie man möchte, ob es jetzt irgendwie im August kommt oder schon früher.
Ich weiß nie, wann für DICE Ende Sommer ist, aber ich tippe mal so auf Ende Juli, Anfang August oder so in die Richtung. Ich weiß es nicht genau, auf jeden Fall Ende Sommer, Spätsommer. Das ist das, was man so an Infos hat. Und Freunde, das waren doch mal wieder ein paar schöne Kommentare. Ich hoffe, ich konnte euch helfen, ein paar Fragen beantworten. Wer jetzt noch dabei ist, kann sehr, sehr gerne auf Twitch vorbeischauen, denn da werde ich höchstwahrscheinlich jetzt gerade in dem Moment live sein. Link ist ganz oben in der Videobeschreibung dazu. Falls euch das Video gefallen hat, freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben. Ballert den Like-Button, Freunde. Vielen Dank für den heftigen Support. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Tag. Macht's gut. Bis zum nächsten Video. Bis dann. Haut rein und tschüss.